Dieter Reusch hat sein Examen 1974 gemacht, in einer Zeit, wo die Ergonomie schon in Deutschland ihren sozusagen ersten Blütepunkt erreicht hat. 1980 ist Dieter Reusch dann langsam in die Ergonomie reingekommen und man kann sagen, über die ganzen Jahre, über die 40 Jahre der Ergonomie in Deutschland hat Dieter Reusch diese Ergonomie gelebt und permanent weitergeführt und niemals vergessen. Und dir, lieber Dieter, wir kennen uns jetzt auch schon seit fast 20 Jahren. Du bist eins meiner Vorbilder gewesen. Ich habe immer viel von dir lernen dürfen, genauso wie viele 10.000 Zahnärztinnen und Zahnärzte von dir gelehrt und gelernt haben. Und ich möchte dich einfach mal bitten, dass du ein, zwei Worte zu dir sagst und vielleicht mal deinen Werdegang so ein bisschen skizzierst. Ich bin jetzt 53 Jahre mit Studium in der Zahnmedizin. Angefangen hat es damit, dass ich 74 Examen gemacht habe, bin sofort in die Praxis von meinem Vater in Westerburg, also im Westerwald. Cavo Estetica, das war auch Basis 1 Konzept, das heißt, der Schwebetisch stand neben mir. So die typischen Schmerzen als Zahnarzt, das fing an mit Nacken, Rücken, teilweise auch Hand. Und ich brauchte so nach dem Urlaub immer 3 Wochen, bis ich mich wieder an alles eingewöhnt hatte und wusste, tut halt eben weh. In welchem Jahr war das ungefähr? Das war ungefähr 1980. Okay. Also fing nach 5 Jahren schon an. Ja. Ich war ganz massiver Schmerzpatient. Also es ging mit Infusionen, mit Spritzen, mit Physiotherapie. Hab's aber überhaupt nicht in den Griff bekommen. Es wurde auf einmal über Arbeitshaltung gesprochen und es wurden aber großenteils nicht unbedingt die Probleme angeschnitten, die wirklich durch die Einheit verursacht wurde. Auf jeden Fall bin ich mit meinem besten Freund, Dentalkaufmann Dieter Bruns, nach Dänemark geflogen. Wir haben uns dann in der Praxis von dem Kollegen Skovskat uns zeigen lassen, wie er mit einer Unit arbeitet. Und das war komplett anders als bei uns. Also wir waren wirklich begeistert, weil das, was ich vorher gesehen hatte, ob Cavo, Ritter, Sirona, die haben alle nur funktionierende Einheiten gebaut. Und hier war auf einmal eine Philosophie hinter dieser ganzen Einheit. Und das hat uns sehr imponiert. In Dänemark war es zu der Zeit schon so, dass der Zahnarzt nicht so üppig verdient hat. Das sind wir ja heute auch wieder. Und hatte aus diesem Grund auch nicht so viel Personal zur Verfügung wie wir in Deutschland. Aber genau in die Situation werden wir auch immer mehr kommen, dass wir ohne Assistenz arbeiten müssen, aus Kostengründen. Und das andere, was wir ja auch sehen, ist, dass die Auszubildenden zur Zahnarztfachangestellten immer weniger werden. Daher müssen wir überlegen, gibt es nicht irgendwann eine Unit, wo ich vieles auch ohne Assistenz tun kann. Und das hat uns so imponiert, dass wir die ganze neue Praxis mit damals Flex-Einheiten ausgestattet haben. Ein gutes Zeichen, dass es funktioniert hat, ist auch alle meine zahnärztlichen Assistenten, die sich bei mir 1, 2, 3, 4 Jahre in der Praxis abgearbeitet haben. Die haben, als sie eine Praxis aufmachten, alle haben die auf Flex. Die haben alle Flex-Einheiten gekauft. Das heißt, das konnte eigentlich gar nicht so schlecht sein. In Holland, die 3 Universitäten, die zahnmedizinische Studiengänge anbieten, haben Ergonomie integriert ins Studium. Und in Frankfurt an der Johann Wolfgang Goethe Universität wurde jetzt gerade eine Studie abgeschlossen, wo es darum ging, was gibt es alles an Problemen, wo dann übrigens auch die Hand ein ganz wichtiges Thema auf einmal wurde, weil ganz viele der Zahnärztinnen und Zahnärzte hatten auch die Probleme mit der Hand. Die Studien, die werden jetzt veröffentlichen und was wichtig ist, da steht die Berufsgenossenschaft hinter. Das heißt, die habe auch langsam entdeckt, dass in unserem Beruf, der ja sehr anstrengend ist, sowohl physisch wie auch psychisch, dass da doch
oft schon sehr früh Schädigungen auftreten. Das heißt, ich kenne kaum einen Zahnarzt über 50, der nicht irgendwelche Probleme hat. Ja? Und dadurch, dass die Zahnmedizin ja weiblich wird, also in Frankfurt haben wir jetzt 90% Frauen im Studium, gehe ich davon aus, weibliche Zahnärztinnen werden das Problem früher bekommen als die Männer. Ja? Und deswegen rate ich auch, sich frühzeitig ergonomisch ausbilden zu lassen, weil dann macht der Beruf noch Spaß. Sie haben kein Gewicht vom Motor mehr auf der Hand. Also wenn ich mir den Motor von hier hole oder hinterm Kopf, habe ich das volle Gewicht dabei. Hier ist es so ausbalanciert, dass Sie überhaupt kein Gewicht haben. Ich war 10 Jahre immer nur Medikamenten geschwängert und dann kam ich damit in Kontakt, hatte dann ab 87 auch die entsprechenden Einheiten. Ja, und innerhalb von 2-3 Jahren hatte ich nichts mehr. Ich brauche heute keine einzige Tablette mehr, sondern wir haben einfach dafür gesorgt, sitz anständig, ja, und dann ist das eigentlich kein Thema mehr. Ja, also eines kann ich sagen, wenn es bei mir so weitergegangen wäre, ja, das wäre nicht mehr lange gut gegangen. Ne? Mein Freund ist Anästhesist, dann hat er mir ab und zu die Infusion gegeben. Je nachdem, was er da reingemischt hat, habe ich dann gesagt, Rainer, das ist ja noch besser, als wenn ich nichts hätte. Ne? Aber immer nur Spritzen, Physiotherapie, Tabletten. Und das ist wirklich Lebensqualität, die ich dadurch gewonnen habe. Ich meine, an dieser Stelle müssen wir einfach mal betrachten, dass es wirklich ein Leiden ist, das sich über den Berufsalltag bis hin in den Feierabend und bis hin in den nächsten Morgen weiterzieht. Und wir bilden auch sehr viele junge Zahnärzte aus, wir begleiten sehr viele junge Zahnärzte in die Gründung. Und eigentlich ist das Wichtigste neben der medizinischen Ausbildung, was man dir mitgeben kann, schon und schütze deinen Körper, sodass du lange diesen tollen Beruf nachverfolgen kannst. Sie sehen, die Behandlung wurde auf der 9XO Flow-Einheit gemacht. Die Flow hat hier, wenn man so will, die Weltpremiere und die wird hier zum ersten Mal öffentlich gezeigt. Und ich möchte dich, lieber Dieter, nochmal bitten, einfach nur nochmal zur neuen Entwicklung der direkten Integration von Behandlungsinstrumenten in die Behandlungseinheit, da ein, zwei Worte drüber zu verlieren. Das heißt, wir müssen einfach sehen, dass wir uns ein bisschen davon lösen, viel Personal im Stuhl zu haben und dadurch den Bildschirm, jetzt schon mal für die Ausbildung der Ergonomie, und natürlich kann man so einen Bildschirm auch für viel, ganz viel andere Sachen benutzen. Das heißt, wenn die Praxis größer ist, MVZ oder wie groß ist die Praxis? Meine Kollegen, wo du eben sagst, die größte Zahnarztpraxis in Deutschland. Dr. Ziegler, wie viele Mitarbeiter haben Sie? 200 Mitarbeiter, ja, auf 3000 Quadratmeter. Wenn man so eine große Praxis hat, dann kann nicht mehr jeder Zahnarzt oder jede Zahnärztin das tun, wie sie es gerne würde. Das heißt, sie müssen standardisieren. Wenn jemand neu ins Behandlungszimmer kommt, der vielleicht frisch angefangen hat, will eine Füllung legen, dann kann er sich dann den Workflow für die Füllung holen. Ja, da ist ganz klar vorgegeben, du nimmst jetzt dieses Instrument, du nimmst das und auch das muss bis ins Material hineingehen. Das heißt, die die Behandlungsphasen, die müssen sauber strukturiert sein, abrufbar und natürlich dann auch wieder dokumentiert, was da alles jetzt mit integriert ist. Auf den Bildschirm kann man in den nächsten Jahren mit Hilfe von Apps noch viel mehr dazulegen. Das ist zum Beispiel ein Mundschleimhauterkennungsprogramm. Das können die besser wie wir, die Software. Also der Bildschirm wird was ganz Wichtiges werden. Das Wichtige ist auch nicht nur die Führung durch die Behandlung, sondern auch die klare Dokumentation. Und Sie wissen, wenn Sie heute nichts dokumentiert haben, wenn irgendwas ist, haben Sie Pech gehabt. Ja? Das macht's, oder zum Beispiel auch Hygiene. Ne? Da wird genau dokumentiert, wann wurde die Hygiene durchgeführt. Ja? Und Sie haben das immer parat, wenn irgendjemand vom Gesundheitsamt in die Praxis kommt, nicht als Patient zum Beispiel. Sie haben gesehen, dass, oder der Dieter hat es erwähnt, dass Sie da so eine Art, auf dem Monitor so eine Art App Store haben. Und jeder von Ihnen kennt das iPhone. Das iPhone kann eine ganze Menge, aber eigentlich das, was das iPhone wirklich wertvoll macht, ist, dass da sehr, sehr viele sehr innovative Unternehmen tolle Apps entwickelt haben, die einem helfen, ja? Die einem den Weg zeigen, die einem irgendwie Musik vorspielen und so weiter. Das heißt, auch hier sind Leute und Unternehmen dazu eingeladen, wie zum Beispiel auch mein Unternehmen,
dass wir für diesen App Store etwas programmieren, was die Behandlung noch besser macht. Und wer weiß, was in den nächsten Jahren alles noch passiert oder was noch kommt. Aber das ist die Zukunft, dass man ein freies System hat, wo man diese Sachen dann auch benutzbar halten kann. Und an dieser Stelle möchte ich mich bei dir bedanken.